Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von SWD TV. Ja, heute sind wir nochmal hier im Großraum Bremen unterwegs und schauen uns eine thermische Solaranlage der Sonnenwärme Direkt GmbH auf einem, ja, ich würde mal sagen, Gebäude aus den 60er Jahren an. Ja, es wurde hier zwar auch noch ein Anbau in den letzten Jahren umgesetzt und daneben gebaut. Und ein schöner Wintergarten ist hier auch zu sehen. Aber das ursprüngliche Gebäude, auf dem unsere thermische Solaranlage hier aufgebaut wurde, wird so ein 60er-Jahre-Haus sein. Ja, verbaut wurden hier zwei Röhrenkollektoren des Typen HP30 in Aluminium-Schwarz. Diese Kollektoren wurden hier in Reihe verbaut. Ja, so als Hintergrund sollte man immer so bedenken, man sollte so 10% der beheizten Wohnfläche als Kollektorfläche für ein Objekt oder für eine Bestandsimmobilie einplanen. Dazu sollte man pro dort lebende Person nochmal jeweils 1 Quadratmeter für die Brauchwassererwärmung bereithalten. Hier bei diesem Objekt wird es etwas mehr sein als 100 Quadratmeter Wohnfläche, also 10 Quadratmeter Kollektorfläche, und das würde dann nach dieser Rechnung 100 Quadratmeter Wohnfläche ergeben. Ich schätze mal die Wohnfläche hier im Haupthaus auf ca. 100 bis 120 Quadratmeter. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, passt das hier ganz gut, und auch die thermische Solaranlage findet hier gut Platz auf diesem Dach. Ja, das ganze Gebäude ist hier am Waldesrand, am Waldrand gelegen, und es gibt vor dem Objekt wenig Bäume, sodass hier wirklich für volle Einstrahlung das ganze Jahr über gesorgt ist. Bis auf natürlich im November jetzt hier, wo wir jetzt unterwegs sind, da haben wir wirklich mit Nebel und auch einigen Schauern zu kämpfen. Auch hier ist heute nicht wirklich Sonnenschein angesagt, aber man kann sich ganz gut vorstellen, dass die Anlage hier schon das ein oder andere gut geleistet hat und auch in Zukunft noch leisten wird. Ja, an dieser Stelle, wie immer, möchte ich mich herzlich bedanken, dass dieser Termin heute geklappt hat, dass ich hier mal einen Einblick oder Draufblick haben durfte auf dieses schöne Objekt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie oder Ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich die nächste thermische Solaranlage auch noch hier im Raum Bremen vorstelle. In diesem Sinne, mein Name ist Guido Arns und bis zum nächsten Mal.